sinnvoll. Hier kann ich echt nicht durch? Nee. Scheiße. Okay, wo geht's weiter? Mann! Ach, endlich kann ich mich mal sehen. Also, so sehe ich aus. Na. Jetzt wird Pulli. Sei mit Pulli umgehängt. Hey, und ich kann mir endlos hinterherlaufen. Sinnlos. Na komm, hier muss es doch irgendwas geben. Da! Da ist eine Wand. Da ist eine Decke. Ja, die führt irgendwo hin. GLaDOS Emergency Shutdown and Cake Dispensary. Keep unlocked. Ich dachte wirklich nicht, dass du darauf reinfällst. Oh, nee. Tatsächlich wartet nach diesem Kinderspiel eine noch viel größere Herausforderung auf dich. Hätte ich gewusst, wie leicht man dich ködern kann. Oh nee! Ein Stück Speck an einem Seil von der Decke hängen lassen. Oh nee! Sind wir jetzt hier Indiana Jones-Style oder was? Das war wirklich reizend. Aber jetzt kommen wir zur Sache. Eine Toilette. Diesmal hast du hoffentlich mehr zu bieten als eine Portalkanone. Andernfalls oh, nee. Bist du die längste Zeit der Präsident des Clubs der Lebendigen gewesen. Haha. Aber im Ernst, mach's gut. Eine Toilette. Das ist meine Chance. Das ist nicht gut. Ah, nicht schon wieder. Aufgepasst, auf in den Kampf. Oh, du warst beschäftigt. Ja. Tja. Wir könnten natürlich hier rumsitzen und einander anstarren, bis jemand tot umfällt. Aber ich habe eine bessere Idee. Dein alter Bekannter, tödliches Nervengift. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt für eine Weile die Luft anhalten. Hallo? Hallo, Wheatley. Ich hasse dich so sehr. Warnung, zentraler Kern zu 80% beschädigt. Seltsam. Ich fühle mich gar nicht defekt. Ich fühle mich sogar ziemlich gut. Alternative Kern entdeckt. Oh, die sprechen über mich. Schließen Sie den Ersatzkern an, um den Kerntransfer einzuleiten. Kerntransfer? Du machst wohl Witze. Wir machen einfach, was da steht. Ersatzkern akzeptiert. Okay, keine Ahnung warum. Bereit für den Transfervorgang? Jawoll. Beschädigter Kern. Bereit für den Transfervorgang? Nein. Oh, ja. Nein. Pakt entdeckt. Transfervorgang kann nicht fortgesetzt werden. Nein! Außer ein Pakt-Mitarbeiter ist vor Ort, um die Pakt-Auflösungstaste zu drücken. Lass mich drin! Drück einfach drauf! Tu es nicht! Ja, los! Nicht so schnell! Nein! Über nach. Nur autorisierte Personen dürfen diesen Knopf drücken. Du bist nicht berechtigt dazu. Stimmt, Lopsi. Ja, stimmt. Du hast keine Berechtigung dazu. Aber du hast etwas viel Wichtigeres. Nämlich einen Finger. Und damit drückst du den Knopf. Dann kann sie uns nicht töten. Die will mich verarschen. Täuscht Autorisierung vor. Das kommt auf die Liste deiner Zuwiderhandlungen, die ich erstellt habe. Ui. Besser gesagt, die ich noch erstelle. Denn du hörst einfach nicht auf damit, obwohl ich es dir befehle. Hör übrigens auf damit. Yay. Ja, das stimmt zum Teil. Aber falsch ist, während ich dich abgelenkt habe, haben wir den Knopf gedrückt. Nutze den Moment der Verwirrung und drück auf den Knopf. Okay. Habe ich dir jemals gesagt, was ich an dir ganz besonders schätze? Also als erstes deine Lösungskompetenz. Ich liebe es, wie du Probleme löst, besonders in Diskussionen. Und zweitens, wie du Knöpfe drückst.
Die beiden Sachen mag ich so an dir. Deine okay, es dauert ein bisschen, bis die Schalter reagieren. Deswegen könnte ich den schnellen Moment nutzen, bei unserem ersten Treffen dachte ich, das ist doch um schnell auf die andere Seite zu kommen. Sie hat ungeahntes Potenzial. Ja. Eine echte Problemlösungslösung. Hat gelöst. Los geht's. Zurück zur Transferstation. Warte, und wenn das wehtut, wenn das richtig wehtut, oh, daran habe ich nicht gedacht. Oh, glaube mir, das wird es. Sagst du das jetzt nur so oder tut das wirklich weh? Das sagst du nur so, oder? Du willst nur, ich meine, das tut wirklich weh, oder? Nein. Wie schmerzhaft genau wird es? Ah! Hände weg von mir. Nein, stopp, nein. Nein! Nein! Okay. Rotes Licht. Wow! Sieh dir das an! Geschafft! Jetzt kontrolliere ich die ganze Anlage! Wheatley kontrolliert die Anlage. Sieh dir das an! Nicht schlecht, was? Riesiger Roboter! Gewaltig! Bin ich nicht furchteinflößend? Naja, schon ein bisschen. Der Fahrstuhl, den rufe ich jetzt! Fahrstuhl, komm! Wie klein du doch aussiehst da unten. Ich kann dich kaum erkennen. So unwichtig und bedeutungslos. So klein. Moment, das ist der kleine Ball. Wie soll ich denn da reinkommen? So riesig wie ich bin. Ich hab's. Du steigst in den Fahrstuhl und ich schleudere mich aus meinem neuen Körper in den Fahrstuhl, wenn du an mir vorbeikommst. Genial. Perfekt. Das Problem sind dann nur die rumfliegenden Glasscherben, wenn ich in den Lift geschossen komme. Und das ist GLaDOS? Eventuell bleibt der Fahrstuhl auch stehen, wenn ich mich hieraus entferne. Dann hängen wir in einem kaputten Fahrstuhl voller Glasscherben 15 Meter über den Boden. Oder unter dem Boden. Komm, steig einfach rein und die Details ergeben sich, wenn es soweit ist. Oh, das ist der alte GLaDOS-Kern und ich habe Angst, was passiert, wenn... Ich habe immer gedacht, wie cool es wäre, wenn ich das alles kontrollieren könnte. Und man, ist das cool. Hey. Hast du das gesehen? Ich bin ein verdammtes Genie. Oh, you are using this translation software incorrectly. Please consult the user manual. Was habe ich da gerade gesagt? Egal, ich kann es abrufen. Oh, tut mir leid, der Fahrstuhl. Ich bin so vergesslich. Dieser Körper ist einfach nur eine Wucht. Unfassbar, wie klein du bist. Aber ich bin riesig. Sag mal, warum müssen wir ausgerechnet jetzt von hier abhauen? Weißt du eigentlich, wie gut sich das anfühlt? Ich war das. Der winzig kleine Wheatley hat das gemacht. Es war alles ihre Schuld. Du hast nichts getan. Ach echt? Das glaubt ihr zwei also? Dann muss ich wohl was unternehmen. Nein. Was tust du da? Nein. 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 Freu dich mal nicht zu früh, junge Dame. Weißt du, was du bist? Egoistisch. Was ich alles geopfert habe, um uns hierher zu bringen. Und was hast du gemacht? Nichts. Nada. Du kommandierst mich nur rum. Und jetzt? Wer ist jetzt hier der Boss? Wer ist der Boss, hä? Das bin ich. Oh nein. Ah! Siehst du? Das ist eine Kartoffelbatterie. Ein Kinderspielzeug. Jetzt lebt sie darin. Entschuldige, was? Ich höre gar nicht zu. Es war deine Stimme. Nein, nein, du lügst, du lügst. Du bist der Tumor. Du bist kein normaler Schwachkopf. Du wurdest so konzipiert. Ich bin kein Schwachkopf. Scheiße, Mann, das ergibt sogar Sinn. Du bist der Schwachkopf, der mich zum Idioten machen sollte. Na, was sagst du jetzt? Wer ist hier der Schwachkopf? Könnte ein Schwachkopf sich in diese Grube treten? Hä? Oh oh. Wir... Nein. Und dabei waren wir so kurz vor dem Ziel. Und GLaDOS nutzt seine große Technik. Oh, Aperture Science Innovators. Neuer Ladebildschirm. Der Sturz. Ja, hallo GLaDOS. Gut, mein Scheinapplausprozessor hat überlegt, den haben wir also.
leider nicht weiterkommen, das heißt, wir kommen weiter, mit entsetzlicher Geschwindigkeit, aber da uns sonst nichts beschäftigt, hier einige Fakten. Er ist kein gewöhnlicher Schwachkopf, sondern das Ergebnis der Arbeit der besten Denker einer ganzen Generation mit dem Ziel, den größten Schwachkopf aller Zeiten zu entwickeln. Und du hast ihm eben die gesamte Anlage anvertraut. Ah, gut, geht noch. Sinnvoll. Nur für den Fall, dass dieses Loch doch nicht unendlich ist, 3800 Meter. Deine Stiefel ausziehen und mich hineinschieben. Du musst nur auf dem anderen Fuß landen. Ach so, wegen Sprungstiefel und so. 4300 Meter. Wir sind sehr tief unter der Erde. Und das hatten sie... Und komischerweise ist der ganze Bildschirm schwarz. Und ein Ladebildschirm kommt. Mann. Jetzt noch Feuerwehr hier draußen. Auf der Straße. Es passiert so viel in der Stadt. Hachi. Gesundheit da unten. Es niest doch noch jemand vorm Fenster. Hui, es geht weiter. Nein. Haha, ein Vogel. Cloud, GLaDOS. Aber ich habe meine Portal Gun noch. Kann ich verbrennen? Nö, offenbar nicht. Ich kann nicht mal ins Feuer rein. Okay, wir sind sehr tief. Noch tiefer als jemals zuvor, denke ich mal. Ah, Wheatley. So. So kommen wir auf die andere Seite. Was genützt? Nö. Ach da. Geht's weiter. Okay. Ich bin echt am Boden. Am Boden von der Aperture Science Anlage. Das hat bestimmt einen Sinn. Ja, hat es. Da ist das Gegenstück. Nee. Da ist eine Wand. So. Hui. Endlich wieder etwas Überblick. Boah, das erinnert mich jetzt total an Fallout. Ich weiß nicht, ob ihr das gespielt habt. So ein Computerspiel, das so ein paar hundert Jahre nach dem Atomkrieg spielt. Keep out, do not enter. Commanded Testing Area. Refection Orders. Das sieht ja fast so aus wie die letzte Bastion der echten Menschen oder sowas. Ansicht vergrößern.